Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Divisions. Wir haben es gerade 2.33 Uhr am 8. März. Und dann wollen wir doch auch gleich mal loslegen. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, denn... Verkäufer aus der ganzen Union strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen, 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag Waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Es scheint sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solche. Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten. Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier die ist Kriegsgebiet. Pocken sind eine echte mehr Gefahr. Tote als durch AIDS oder dass es Ebola. Nicht genügend Impfstoff da gibt, um alle. Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Brennen. Die Regierung scheint Cannabis. Eine weitere Nacht im Zeichen von Plünderung. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus. Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Jetzt sind wir gerade bei der Charaktererstellung. Machen wir uns doch mal einen schönen Charakter aus. Das alles konnte man ja in der Beta nicht machen. Kriegsplan, Tattoos, Narben haben wir nicht. Ja, ich denke, Sonnenbrille ist eigentlich ganz nett, aber brauchen wir auch nicht. So ist doch gut. Ein paar mehr Regler wären noch schön. So ein bisschen hier Nase größer, kleiner machen. Vielleicht sehe ich das auch gar nicht, aber sehe ich wirklich nicht. So. Bestätigen wir das Ganze mal. Ja. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Gehen wir mal da in Deckung.
rennen können wir auch noch gar nicht. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Zur Handfeuerwaffe wechseln. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Werden wir das mal machen. Jetzt können wir auch rennen. Also es ist schon ein Hammerspiel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel Munition, glaube ich. Ah, hier können wir wieder auffüllen. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Mal gucken, kann man I drücken? Man kann schon I drücken. Haben wir ein bisschen Inventar. Wir sind Level 1. Das mögliche angucken hier. Verwaltung. Mein Freund ist sogar online gerade. Erzengel. Fähigkeiten sind noch nicht verfügbar. Das sieht einfach nur schön aus, das Spiel, ne? So ein herrlicher Tag sein. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Was kann ich mehr, wie kommt man rollen? So, genau, mit Doppelleerzeichen. Einen sicheren Bereich. Sie verpassen was. Betreten. Ganz viele Menschen. So. Kann man Ausstattungshändler. Na hier so. Also es ist schon ein sehr teilgetreues Spiel hier, also mit allem, was hier so rumliegt. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Da hat sie auch noch ihre Augen. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Machen wir das doch mal. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Fähigkeitenfenster mit L. Nehmen wir erstmal das hier. Das ist nicht verfügbar, okay. Habe ich nur das?
Super. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los und das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, super. Jetzt habe ich jetzt eine Mission. Ah, hier, Brooklyn wiederherstellen. Hey, Nahrungsmittel wieder beschaffen. Geld haben wir eh nichts. Gehen wir gleich mal los. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Gucken Sie M. Aha, Nebeneinsatz. Nebeneinsatz, Nebeneinsatz. Ja. Oh. Einfach zu früh. So. Gehen wir mal los. Agent. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Hey, hast du Geld? Ha? Was ist das für eine Uhr? Sie müssen das nicht tun. Plünderer sind hier unerwünscht. Echt super. Ja. Mal gleich plündern. Vermisste Vorratskiste geortet. Ja, wo hast du die denn geordnet? 20 Meter, 21 Meter, wo soll die denn sein? 7 Meter. Hinweise suchen. Neues Ziel. Schön, wenn man das Ding hier fahren könnte. Markierte Position in der Nähe. Komm schon. Sag's doch, da rührt sich nichts. Weil du es falsch machst. Ich mach das. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Das war jetzt noch nicht sehr schwierig. Ich würde ja gerne mit denen kommunizieren können, ne? Und wegen so, ey, lass die Waffen fallen. Markieren wir das mal. Feindkräfte nähern sich. Okay, Feinde. Von wo? Von da. MP5 ist eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Oh, hier haben wir was gefunden. Schalldämpfer. Das ist schon mal sehr schön. Da rein. Dann gehen wir doch mal hier rein. Machen erstmal die Musik aus, weil wir dann keine Schwierigkeit mit der GEMA kriegen hier. Oh, hier eine Kiste. Da kommen wir auch gleich mal rein. Ein Schutzpaket. Aha. Das nehmen wir mal an. Irgendwas scannen oder so, ja, auch was Schönes. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert.
gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Das ist schön. Also es ist natürlich schon sehr schön, was man auch alles kaputt machen kann. So, und das war auch schon die erste Mission soweit. Kleine Nebenmission. Und an dieser Stelle sage ich auch, falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal.